Moin moin und herzlich willkommen zu Far Cry Primal. Endlich ist es soweit. Wir können zigtausend Jahre zurück in die Steinzeit wandern und mit Pfeil und Bogen und einer Knochenaxt uns durch die Welt prügeln und la. Ach, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich wünsche euch mal schon viel Spaß. Los geht's. An alle die, die mich noch nicht kennen. Hallo, ich bin der Konsol-Viking oder auch der Olli. Und ich spiele hier Far Cry Primal. Ich bin Takar. Und los geht's. BC. Willkommen in der Steinzeit. In Mitteleuropa. Okay, ich bin Takar in dem Spiel, habe mein Volk verloren, wurde sozusagen niedergestreckt, mein Volk wurde vernichtet und ich bin der einzige Überlebende. Glaube ich zumindest. Das bin ich.
So, ich muss mal kurz mal gucken. Ach, Kreis in die Hocke zu gehen. Genau, das wollte ich wissen. Ich habe mich schon mal nicht vorbeigeschlichen. Hilfe! So, der Anfang war ja nur schon mal verkackt. Also, wo bist du? Also so richtig wohl fühle ich mich hier im Markt der Mammuts nicht unbedingt. Hinter mir her und Mammuts jagen. Mein erstes Mammut erlegt. Ein Baby-Mammut. Okay. Oh, wirklich schrecklich. Tigri! Tigri! Mein Drama! Papa! Mein Drama! Papa! Okay, das ist alles noch Video. Okay, Lichter aus. Kopfschmerzen. Autsch, Knochen tun mir weh. Mein Shanchita Dakar. Urus Weida. Umas Aperskande Winja. Rasta. Da.
schlau, Dragoas. Arme Sau. Da ist er krepiert. Das ganze Spiel ist in der Stammessprache Venya. Ist alles untertitelt. Aber da gewöhnt man sich, denke ich mal, dran. Trophäe Nummer 1. So, jetzt geht's erst mehr oder weniger los. So, kann auch keine Bogen herstellen, auch noch keine Keulen. Nix. Hier ist mein Fähigkeitenbaum. Ja, holla, die Waldfee. Da müssen wir ein paar Fähigkeiten schon noch erlernen. Beutetasche. Hilfemenü. Und hier ist die Karte. Okay. Ich gehe nochmal zur Karte. So, mich mal hier irgendwie ein bisschen orientieren. Ich habe nichts. Gar nichts habe ich. Schiefer. Okay, hier ist meine Waffenwahl. Ansonsten kann ich noch nichts machen hier. So, ich drehe mir hier mal meine Runden. Sammle mal ein Stöckchen. Ich bin mal gespannt, ab wann man sich einen Bogen bauen kann. Also erstmal muss ich sagen, Far Cry 4 habe ich leider nicht gespielt. Und damit anzufangen, war es dann nachher zu spät. Viele sagen ja, dass sich hier zu Far Cry nicht viel geändert hat, aber ich selber kann es nicht behaupten. Aber grafisch muss ich sagen, toppi, gibt's doch nichts zu meckern. Mal sehen, wie es vom Gameplay her ist. Mein Fazit dazu, werde ich dann hier nach der ersten Let's Play Runde machen. Mal gucken, wie es sich mit Pfeil und Bogen nachher spielt.
So, schaut mal. Ach, kann. Da haben wir ja mal unseren ersten Bogen gerade. Cool. Keule kann ich noch nicht machen. Aber hier haben wir schon mal. Yippee-yay. Aus ein paar Steckern und ein Stück Schilf. Ding. Pfeil und Bogen gebastelt. Super. Abwehr. Partie. Draußen. So, Jagd. So, um effektiv zu jagen, nähre ich langsam der Beute und drücke Kreis, um mich zu drucken. R3, um den Jägerblick. Und gehe nicht zu dicht. Damit sie nicht fliehen können. Okay. We want that fuck we are. Salkamaga. Okay, die Nummer mit Pfeil und Bogen muss ich erstmal noch ein bisschen üben. Oh, erstmal ein bisschen rumheilen, richtig, sehr gut. So, noch ein paar Ziegen. Wo seid ihr, Mistviecher? Ich will auch mal einen Kopfschuss hinlegen. Mann, Mann, Mann. Thank you.
Schlafen. Schon wieder kein Kopfschuss. Schade. Ja, aber wenigstens 3 von den Tieren erlegt. Ziel erreicht. Kuspagwam. Eiskauerweinem. Also, jetzt mal ehrlich, haben sie auch schon gruselig gemacht. Ja, von den Geräuschen und den ganzen Effekten her nicht schlecht. Also bis jetzt, wo hier noch nicht viel passiert, macht es trotzdem Spaß. Auch hier erstmal nur so rumzuschleichen. So, gucken wir mal. So, ich gehe trotzdem noch mal in diese Richtung zurück. Kann ich nicht schon irgendwie hier Handwerk, Fähigkeiten, Beutetasche? Kann man die nicht auch irgendwie schon upgraden? Köder, Bombe. Köcher. Halt, was war das eben? Das muss ich nochmal gucken. Eingeweidetasche. Okay, nee, kann ich noch nicht. Jetzt mal ehrlich, der geborene Jäger bin ich noch nicht. Kommt aber noch. Ich gebe mir Mühe. So, finden wir nicht hier irgendwie schon ein kleines Geheimnis oder sowas? Ich würde auch gerne mal wissen, ob man denn an diese Region nochmal zurückkommt. Aber ich denke mal schon. Sonst wäre es ja Quatsch. Das ist ja Open World. Ich gehe mal davon aus, dass man wieder hier hinkommt. Endlich mal einen Kopfschuss hinbekommen. Gib mir meinen Pfeil zurück. So, noch ein paar Stockis. Ansonsten, ey, coole Nummer. Ja, auf sowas habe ich mich schon mal lange wieder gefreut. Auf so ein Spielchen.
dem Feuer Luft machen. Ja, klasse. Feuer sieht auch gut aus. Oh, Stocki. Isu. Pfeil. Winja Hadashta. Gemacht von Venya. Von meinem Stamm. Winjam Sakwim. Uru Simqua. Panti Shastangu. Wajra Tatichamapur Baram. So, jetzt kann ich eine Keule herstellen. Klasse. Aber auch nur eine. Ah, Steinkeule, super. Guck mal, hierüber kann man auch herstellen. Ah. Jetzt habe ich es begriffen. Entzünden. Braucht man Tierfett zu. Okay, cool. Oder einmal einhalten. Urshasda, Guastru Dagua. Stehe ich mir tatsächlich noch hier selber im Brand. Also aufpassen. Das war schon mal witzig wieder. Stecke ich mich hier selbst in Brand. Oh. Judica, Urgi, Purvidram. Wie haben sie gekämpft? Gibt es noch ein bisschen Holz zu farmen. Tasche voll. Da, toter Wolf. Die Geräusche, ist ja Hammer. Ich verbrenne mir gleich die Pfoten an meiner Fackel hier.
sehe ich gerade. Bal Winja Guan. Gruselig. Letzte Keule. Das heißt, stellen wir noch eine herstellen. Eigentlich schon ausgeweidet. Den hier auch? Nö. Ah, hier liegen meine ganzen Pfeile rum. Hm.
So, ich drehe hier nochmal eine Runde. Bevor ich da eben berghoch wandere. So, dass wir auch wieder ein bisschen was basteln können. So, alles mitnehmen, was wir kriegen können. Bleibt mir nichts weiter anderes übrig, als hier runter zu springen. Ein bisschen gruselig haben sie das schon gemacht, muss ich mal sagen. Cool. Checkpoint. Und hoffentlich. Winjaharha, Hawalnayaka. So, an der Stelle. Ne, Mission nicht neu starten. Kann man so nicht speichern? Gibt es hier echt nur Checkpoints? Das weiß ich nicht. Aber sieht so aus, als ob es echt nur einen Checkpoint gibt. Okay, ja. Kann man nicht ändern. Gehen wir spaßeshalber hier noch gucken. Oh, wenn ich hier noch vom Krokodil oder so gebissen werde.
Ja, eigentlich geht's ja nur hier hoch. Aber das machen wir gleich. An der Stelle eine kleine, kurze Pause.